Guten Morgen, Cora. Wie geht's dir, mein kleiner Schatz? Cora, warte doch. Wo willst du denn hin? Oh, jetzt lass mich doch nicht hier liegen. Oh Gott, jetzt warte, Cora, ich komm... Was hab ich da Komisches an? Seht ihr meinen Arm? Was habe ich denn da angezogen? Was? Was ist mit mir passiert? Warum sehe ich aus wie Aiden? Nein! Nein, das darf nicht wahr sein. Wie ist denn das jetzt passiert? Das kann nur ein Traum sein. Cora, rennst du deswegen vor mir weg? Fliegst du deswegen von... Cora, wo bist du? Nein, sie ist bestimmt abgehauen. Cora? Oh Gott, nein, sie hat Angst vor mir. Was mache ich denn jetzt? Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft House. Ich bin Easy, heute bin ich Aiden, warum auch immer. Keine Ahnung, was es soll. Ich bin einfach so aufgewacht. Wir sind hier in Minecraft House und Cora hat uns gerade hier als Aiden entdeckt. Warum steht meine Haustür offen? Hat Aiden mir irgendwie eine Maske aufgezogen heute Nacht oder sowas? Wahrscheinlich weiß Lia mehr. Lass uns mal zu Lia rübergehen. Wenn uns jemand helfen kann, dann ganz bestimmt Lia. Schinken, bitte beachte mich nicht. Ich weiß, ich sehe heute grausam aus, aber ich will nicht, dass du mich so sehen kannst. Ha, Lia! Lia! Bitte hilf mir! Lia, wach auf! Hallo, kannst du... Was macht sie denn da? Lia! Hallo! Kannst du mal bitte... Hallöchen! Jetzt mach doch mal auf, ich möchte bitte reinkommen. Verschwinde! Ich kratze immer noch den Schlamm vom Boden ab. Das war ich nicht. Lia, das war Aiden. Ich bin nicht Aiden. Ich weiß, ich sehe aus wie Aiden, aber ich bin Easy. Ich bin nicht Aiden. Was? So ein Quatsch. Easy steht nie so früh auf. Geh jemand anderen ärgern. Lia, wirklich? Oh nein. Lia will mir nicht aufmachen, weil sie denkt, ich wäre Aiden, der den ganzen Boden scheinbar mit Schlamm voll gemacht hat. Wie hat er das überhaupt geschafft? Wie hat er... Ach, wisst ihr was? Ist mir egal. Wenn sie uns nicht glaubt, dass wir nicht Aiden sind, dann müssen wir ihr den echten Aiden zeigen, damit sie versteht, dass ich Easy bin und ich Aiden und der echte Aiden Aiden ist und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen zu Aiden gehen. Der wird Rat wissen. Wahrscheinlich ist der auch daran schuld. Der hat uns irgendwie verwandelt in sich selber. Das ist irgendwie weird. Wie hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Aber wir gehen einfach mal gucken. Hier drüben ist ja Aidens Haus. Von daher hoffe ich mal, dass der wenigstens weiß, was zu tun ist. Aiden, mach auf! Hallo! Oh, da ist jemand. Hallo? Hi, Ma'am. Guten Tag. Aiden, was machst du schon wieder hier? Bist du schon zurück vom Angeln? Angeln? Ich war angeln? Wo war ich denn angeln? Ich hab das, also... Ich hab hier eine Karottenangel. Ich weiß nicht, wo du warst. Hast du das schon vergessen? Ich hab vergessen, wo ich war. Ja, genau, ich hab das vergessen. Du kennst mich. Ich vergesse immer so viel. Ich bin ja schließlich Aiden. Und ich liebe Schlamm. Ja, hier. Vielleicht warst du am See. Dort bist du sonst immer. Wenn du zurück bist, gibt es übrigens Schlammkuchen. Ah, es fängt an zu regnen. Ich muss rein. Okay, sie macht zu. Na toll. Okay, ich gehe angeln. Ich muss angeln gehen. Wie gehe ich denn jetzt angeln? An einem See. Alles klar. Irgendwo an einem See war ich angeln. Das heißt, Aiden ist jetzt irgendwo an einem See angeln. Wir müssen ihn finden und wir müssen den See finden. Aber wie finden wir den See? Ich habe keine Ahnung, wo hier ein See ist. Aber ich habe eine Idee, wie wir das herausfinden können. So, hier muss es doch jetzt irgendwo sein. Ich kenne den Weg halt nicht genau und vor allem bin ich gelaufen. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso habe ich mein Auto nicht genommen? Ach ja, ich bin ja schließlich Aiden und ich habe kein Auto. Oder? Doch, er hat irgendwie ein pinkes Auto oder so. Aber warte mal, ich glaube, da vorne ist es sogar schon. Das ist das Rathaus und da müssen wir hin. Denn, Leute, im Rathaus, da erwartet uns die Touristeninformation. Das ist der Ort, an den wir gehen. Ist das vielleicht mein Auto? Hallo? Nee, ich habe keine Schlüssel dazu. Ich glaube, das habe ich immer irgendwann stehen gelassen. Das war ein altes Auto von mir, was ich da stehen gelassen habe. Genau, Leute, also wir sind zur Touristeninformation. Und wisst ihr eigentlich, wie reich ich bin, dass ich meine Autos hier überall in der Stadt stehen lasse, Leute? Das ist krass, oder? Ja, nee, keine Ahnung, das war vom Schrottplatz oder sowas. Wir müssen jetzt irgendwie mal schauen, weil... Oh, was? Bewaffnete Security, keine Waffen ab dieser Linie. Muss ich jetzt mein Schwert hier lassen? Von mir aus? Okay. Gilt eine Karottenroute auch als Waffe? Ich weiß es halt nicht. Ich lasse die ganzen Sachen mal hier. Und dann gehen wir jetzt mal genau da zur Touristeninformation. Hallo, Sir. Guten Tag.
Tolle Stadt, ja, finde ich auch. Die Stadt ist wunderbar. Ich muss jetzt aber mal mit dem Mann hier reden, weil der kann uns hoffentlich sagen, schönen guten Tag. Ich würde gerne wissen, guten Tag, wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne wissen, wo hier in der Stadt ein See ist. Ich muss, oh, der Officer stellt sich schon hinter uns an. Einen See suchst du? Nun, da bist du bei uns richtig. Ach wirklich, das habe ich mir fast schon gedacht. Ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es hier weit und breit keinen See gibt. Aber das kann nicht sein, Sir. Aiden ist angeln an einem See. Also, ich meine, ich war angeln an einem See. Also, deswegen. Trotzdem danke ich dir für deinen heutigen Besuch. Der Wachmann wartet schon auf dich. Sie warten auf mich? Wieso warten sie denn auf mich? Ich hab doch gar nichts. Da bist du ja, Junge. Komm, ich bring dich aufs Revier. Sagen Sie mal, warum wollen Sie mich jetzt hier eigentlich mitnehmen? Können Sie mir das mal erklären? Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich bin heute Morgen so aufgewacht und, oh, wir parken. Sind wir da? Aua, okay. Der hat mich gerade aus dem Auto geschmissen. Was machen wir denn jetzt hier? Port Vance Polizeidepartment? Oh, komm. Wir gehen rein. Okay, da sind wir jetzt und, oh, hallo Officer. Guten Tag. Ich bin übrigens... Was? Und was hat der Junge heute schon wieder angestellt? Er hat gar nichts gemacht. Oh, was? Er hat Körner im Altersheim ausgestreut, sodass Tauben hineingeflogen sind und den alten Leuten auf den Kopf gekackt haben. Was habe ich gemacht? Sowas würde ich niemals tun. Tja, das fällt unter Artikel 538 Absatz 3 des Strafgesetzbuchs. Ich fürchte, du musst die Nacht hier bleiben, Junge. Ich muss die Nacht hier bleiben? Den Weg zu deiner Zelle kennst du ja. Den Weg zu meiner Zelle? Sag nicht, Aiden hat schon eine eigene Zelle hier im Polizeirevier, weil er sie hier so oft drin... Ja, okay, ich gehe ja schon. Ist ja schon gut, ich gehe ja schon. Hey, hören Sie doch auf mich zu. Oh mein Gott. Jetzt muss ich wirklich in Aidens Zelle. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich komme nicht raus. Wir können die Tür nicht aufmachen. Er hat einfach abgeschlossen. Was ist da? Was hat Aiden denn da gemacht? Das ist also seine Zelle. Ja, cool. Die Polizei hat ihm schon eigene Kekse hier hingestellt. Das ist doch eigentlich ziemlich angenehm. Schönen Ausblick. Er hat auch noch so schöne Fenster hier überall. Kann gut rausgucken. Eine eigene Toilette. Oh mein Gott. Oder hat er hier noch ein... Gott, ich hoffe, er ist hier allein und hat nicht irgendwie einen Nachbarn oder sowas, der hier noch mit ihm drin ist oder so. Und der hat hier einfach, guck mal, er hat hier einfach so die Tage. Kennt ihr das, wenn man so die Tage zählt und dann macht man vier Striche runter und einen quer? Wie viele Tage war er denn schon drin hier? 1, 2, 3, 4, das sind 20 also. 21, 22, 23 Tage und ein ganz schön gruseliger Smiley. Zum Glück war ich noch nie so oft im Gefängnis und so viele Tage. Das würde ich nie überstehen und hoffentlich kommen wir morgen auch wirklich wieder raus. Wir müssen jetzt hier, vor allem, wie kommt Aiden dazu, Vögel ins Altersheim zu locken, damit er die Vögel dort den alten Leuten auf den Kopf machen? Was soll das? Wer macht sowas? Ich verstehe das nicht. Na gut, aber da ist noch eine Leiter, da würde ich auch gerne mal nach hoch und oben schauen, was da oben ist. Vielleicht ist da ja irgendwie so ein ultra cooler Dachboden mit irgendwelchen Tauben vielleicht oder sowas. Lass uns mal schauen. Da ist jemand. Da ist jemand! Da ist jemand! Freunde, da ist einfach jemand oben. Das Zimmer hat er gar nicht alleine. Da wohnt jemand. Hallo? Guten Tag, Sir. Hey Aiden, schön dich zu sehen. Hat das mit den Körnern geklappt? Ja, ich hab die im Altersheim ausgestreut und die haben den Leuten auf den Kopf gekackt. Ja, hat gut funktioniert, also ja. Super, ich darf morgen raus. Dann werde ich den alten Damen im Zug wieder die Handtaschen stehlen. Oh, das ist aber nicht so nett. Um ihnen dann Schokolade reinzulegen und sie ihnen zurückzugeben. Ha, ha, ha. Oh, du bist ja lustig. Das ist ja ein sehr schlimmes Verbrechen. Hoffentlich kommst du dafür nicht wieder ins Gefängnis. Willst du eine Runde mit mir zocken? Hey, ja, klingt eigentlich voll gut. Cool, dann setze ich mich hier mal an den PC. Oh, Freunde, ich bin gespannt, was dieser Abend so noch mit sich bringt. Hä? Was war das? Was war das? Ich hab grad so gut gesch...
Hört ihr das? Hä, das kommt doch irgendwo her. Was? Ich glaube, das kommt von da hinten. Was ist da? Hi? Er schläft einfach. Und frutzt dabei. Igitt! Hey, ich bin wieder ich geworden. Und ich will hier ganz schnell raus. Das fängt hier furchtbar an zu mäfen. Ha! Ich habe die Tür aufgemacht, Herr Officer. Wollten Sie mich gerade rausholen? Ich habe irgendwie diese Tür zerstört. Keine Ahnung, fragen Sie mich nicht, wie. Ich bin gestolpert und ausgerutscht. Nanu, wie kommst du denn hier rein? Und wo ist Aiden? Ich habe ja gesagt, ich bin nicht Aiden. Ich sah nur so aus wie... Wie dem auch sei. Du gehörst hier nicht her. Raus mit dir. Hey, jetzt hört sie... Aua, ist ja... Wieso werde ich immer geschlagen von der... Das ist Polizeigewalt. Was sie da ausüben, ist Polizeigewalt. Egal, dafür klaue ich ihm das Auto. Mist, ich habe den Schlüssel nicht. Oh mein Gott, Leute. Wir sind endlich draußen. Und das bedeutet, wir werden Aiden jetzt mal richtig die Leviten lesen. Aiden, du kannst dich darauf verlassen, dass ich nachher bei dir vorbeikomme. Ich wette mit euch, der ist jetzt wieder zu Hause. Aber vorher möchte ich jetzt nochmal ganz kurz in mein eigenes Haus gehen und mein Tier sagen, dass ich wieder ich bin. Ah, und Lia. Schinken! Schinken, mein kein... Hallo, kannst du mich mal beachten? Wisst ihr, Schinken interessiert sich auch einfach nicht für mich. Wo ist es jetzt schon wieder hingelaufen? Schinken, was machst du denn hier? Hallo? Und da magst du mich wieder. Kaum habe ich eine Karotte in der Hand, nicht wahr? Guck mal, Schinken, ich bin wieder ich. Ich sehe wieder normal aus. Ich bin wieder ein echtes Mäuschen und kein Aiden mehr. Was? Was? Sag nicht, das ist der See, an dem du ständig angeln gehst. Aiden, was wird denn das da oben? Hey, Easy, wie war dein Tag als ich? Aiden, ich durfte einen Tag lang in der Zelle verbringen. Hast du das gemacht? Hast du mich verkleidet oder sowas? Jetzt hör auf, mich zu angeln. Was? Ich war den ganzen gestrigen Tag du? Nein, erzähl nicht. Du warst ich gestern? Das heißt, Aiden hat sich selber als ich verkleidet und er hat mich als sich ver... Aiden, warte kurz, die Tür klingelt. Eine Sekunde, okay? Ich bin gleich wieder... Es hat gerade an der Tür geklingelt. Irgendjemand ist an der Tür. Hier hinten war das nicht. Vielleicht ist es Lia. Hey, stimmt, vielleicht ist Lia jetzt endlich da und will sich dafür entschuldigen, dass sie dachte, ich wäre Aiden gewesen. Ja, ist ja gut. Moment mal, das ist der Polizist. Hallo, was wollen Sie denn jetzt noch von mir? Ist alles in Ordnung? Sir, ich war den ganzen Tag zu Hause. Guten Tag, es liegt eine Anzeige gegen dich vor. Ich habe nichts verbrochen. Es gibt Zeugen, die gesehen haben, wie du schlafenden Menschen am Strand Pfeffer unter die Nase gehalten hast. Sir, das war ich nicht. Eine Nacht in der Zelle wird das sicher richten. Nein, 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 Sir, ich war das nicht. Hören Sie auf. Nein, nein, ich war das wirklich nicht. Sir, fragen Sie Aiden. Das war... Nein, das war Aiden. Nein, Sir, bitte, ich... Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich schon wieder eine Nacht in die Zelle gehen, dank diesem Blödmann. Ladies and Gentlemen, das war's mit der heutigen Folge Minecraft. Ich gehe ja schon. Jetzt boxen Sie mich nicht die ganze Zeit. Wenn euch die Folge ausgefallen hat, lasst mir immer einen fetten Daumen nach oben da. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder erstmal im Gefängnis. Wir sehen uns nächsten Freitag in Minecraft Haus um 15 Uhr. Ansonsten morgen um 15 Uhr auch in einem neuen Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta!